Dass hier die Spieler versuchen, als Baumeister im alten Ägypten ihre Steine, jeder spielt eine Farbe, über die Schiffe zu den Bauplätzen zu transportieren. Dabei hat man nur 4 verschiedene Aktionsmöglichkeiten, wenn man am Zug ist. Also es hält sich also in Grenzen, es ist ganz einfach. Ich kann entweder 3 Steine aus dem Vorrat nehmen in meiner Farbe und auf mein Tableau legen. Die zweite Möglichkeit ist, ich nehme einen Stein von meinem eigenen Vorrat und platziere den auf einem Schiff in der Auslage. Dritte Möglichkeit ist, ich fahre mit einem Schiff in der Auslage zu einem beliebigen Ort, wo noch kein Schiff steht. Dann wird der Ort abgeladen, das heißt, der erste Stein kommt, je nachdem wie die Pfeile das anzeigen, 2 Punkte, 1 Punkt, 3 Punkte. Dann wird es auch mal direkt alles abgezeichnet. Was ist jetzt die Schwierigkeit an dem Spiel? Ich kann halt immer nur entweder einen Stein setzen und hoffen, dass ich dann da und dahin komme oder mit dem Schiff fahren. Also ich bestimme nicht gleichzeitig, wo das Schiff hinfährt, auf das ich meinen Stein setze. Ich möchte ja, wenn es geht, als drittes drankommen, kriege ich schon mal 3 Punkte. Das ist ja gut. Meinetwegen, die stehen schon da und ich bin dran, setze ich den mal in dritte Position. Jetzt ist Weiß dran und sagt aber, mit dem Schiff fahren wir jetzt aber einfach mal hier runter. Hat das schon wieder nicht geklappt, mein Plan. Also es ist sehr interaktiv. Die Mitspieler können wir hier auch einiges kaputt machen. Und das Spiel ist dadurch aber auch sehr abwechslungsreich, wenn mal wieder anders sein.